Hallo ihr Lieben und wie schön, dass ihr auch heute reinschaut am zweiten Advent zum zweiten Türchen. Hier hinten seht ihr schon das erste Paket fertig gepackt und jetzt wollen wir natürlich erstmal schauen, wer hat das denn eigentlich gewonnen. Und dazu nutze ich einfach diesen Random Comment Picker. Hier kann ich noch einstellen, nach Keywörtern zu filtern. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr Hashtag Gewinnspiel immer reinschreibt, sonst kann eure Antwort hier nicht erscheinen. Natürlich ohne die gegebenen Antworten. Und dann schauen wir einfach mal, wie viele Kommentare denn waren, die am Gewinnspiel teilnehmen möchten. Und das sind insgesamt 148 Kommentare. Dafür schon mal herzlichen Dank und jetzt gucken wir mal, wer gewonnen hat. Ja, liebe Nicole, herzlichen Glückwunsch. Du hast dieses Paket gewonnen. Schick mir bitte doch an diese E-Mail-Adresse deine Postadresse, damit das Paket auch direkt zu dir los kann und du dann dich hoffentlich noch vor Weihnachten über deine Gewinnspiele freuen kannst. Aber an der Stelle natürlich vielen, 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 vielen Dank an alle, die kommentiert haben. Es war total spannend zu lesen, bei Nicole ja eher so ein bisschen weniger mit Tradition, weil es noch ganz viele andere Dinge in der Weihnachtszeit oder in der Vorweihnachtszeit gibt, wie Geburtstage und Ähnliches, was dann die Zeit vielleicht gar nicht so ganz besinnlich macht. Aber es war total spannend zu lesen. Viele von euch, die ja irgendwie nach Totensonntag anfangen, manche, die tatsächlich auch erst jetzt mit dem ersten Advent begonnen haben oder die sogar erst kurz vor Heiligabend anfangen und manche sagen, hey, Weihnachten ist das ganze Jahr, es geht immer, man kann auch im August Lebkuchen essen und im September schon die Adventskalender kaufen. Also eine sehr, sehr bunte Mischung. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Und jetzt gucken wir doch mal, was sich in dem heutigen Paket verbirgt. Auch heute habe ich euch wieder 5 Spiele mitgebracht und das erste passend zur Weihnachtszeit. Ein Doppel, beziehungsweise hier die englischsprachige Ausgabe, Spot It Weihnachten. Ihr habt also das Prinzip von Doppel, dass Karten ausgelegt werden, auf denen immer ein Gegenstand oder eine Sache identisch ist und die müsst ihr ganz schnell finden. Das könnt ihr jetzt hier ganz im weihnachtlichen Flair spielen. Damit also schon mal ganz viel Vergnügen. Ich habe da eigentlich gegen meine Kinder nie eine Chance gehabt. Bekanntermaßen gibt es ja an den Feiertagen immer eher zu viel als zu wenig zu essen. Wem es aber noch nicht süß genug ist, der kann noch eine Crazy Donut Party machen. Ihr legt immer solche Donutkarten aus, auf denen sind Teile eines Donuts und ihr müsst als erstes alle Teile finden und dann diese Quietschelippe als erstes quetschen. Spielen könnt ihr das mit 2 bis 5 Personen ab 6 Jahren und dauert ungefähr 15 Minuten. Ebenfalls aus dem Top-Verlag und wer meine letzte Tea Time gesehen hat, der kennt das Spiel, ist das fast unlösbare Bilderrätsel. Ihr habt hier Bildkarten mit unterschiedlichen Thematiken, die Bücher, Geschichten, Gedichte, Alben, Filme, Fernsehserien, alles querbeet und ihr müsst es anhand eines Bilderrätsels erraten. Also eigentlich genau das Schöne für die Familienfeier, für die Weihnachtsfeier, bei der alle so ein bisschen mitmachen können und bei der auch Nichtspieler vielleicht auf ihre Kosten kommen. Empfohlen ist es für Spielerinnen und Spieler ab 16, weil es tatsächlich nicht ganz so einfach ist und natürlich manche Serien oder Filme auch schon etwas älter sind. Und spielen könnt ihr es laut Packung mit bis zu 12 Personen und dauert 30 bis 60 Minuten oder bis ihr einfach aufhört. Apropos Filme und Serien, was müsst ihr eigentlich heute machen, um am Gewinnspiel teilzunehmen? Erstmal bitte euren Kommentar mit dem Hashtag Gewinnspiel anfangen oder beenden oder irgendwo zwischendrin schreiben, es ist ganz egal an welcher Stelle das ist. Und dann bitte auch unbedingt
mir folgende Frage beantworten. Was ist euer Tipp für die ultimative Serie oder den ultimativen Film zu Weihnachten? Während ich das Jahr über eher so mit Horror und eher so etwas düsteren Dämonen, Jäger und Sachen unterwegs bin, kann es zur Weihnachtszeit auch mal so richtig schön kitschig werden und auch mal so richtig schön klamaukisch. Und ich habe heute zwei Sachen, die ich euch empfehlen kann. Zum einen erzähle ich euch noch eine kleine Geschichte. Den anderen Film, den ich euch aber empfehlen kann, das ist wirklich ein sehr, also gar nicht kitschiger, aber wunderschöner Film, denn Wunder einer Winternacht. Ein Film, der komplett ab ist von Weihnachten im christlichen Sinne. Also wer damit zum Beispiel nichts anfangen kann und trotzdem was Weihnachtliches will, für den ist dieser Film eine absolute Empfehlung. Denn hier wird auch die Geschichte erzählt, warum, wieso, weshalb gibt es eigentlich Weihnachten. Weil ein kleiner Junge, und ich spoilere jetzt nichts, aus Gründen einem Dorf jedes Jahr um die Zeit des Weihnachtstages, also um den 24. Dezember herum, danken möchte für etwas, was sie für ihn getan haben. Und das tut er eben, indem er Geschenke verteilt. Aber ich möchte jetzt gar nicht so viel erzählen von dem Film. Wunder einer Winternacht ist wirklich einer der schönsten weihnachtlichen Filme, die es für mich so gibt, weil es einfach nochmal so eine ganz anderen Blick auf die ganze Sache hat. Und Weihnachten mit den Griswolds, ich weiß gar nicht genau, wie der Film eigentlich heißt, ich blende es euch aber vielleicht gleich hier noch ein. Das Schöne Bescherung, jetzt fällt es mir ein, so heißt er, glaube ich. Und das ist ein sehr lustiger, klamaukischer Film, den ich aber auch immer wieder gerne schaue. Und da gab es vor bestimmt schon 10 Jahren eine ja sehr spaßige Angelegenheit mit meinen Kindern. Die waren da ja noch etwas kleiner. Und in dem zweiten Teil dieses Filmes gibt es eine Szene, bei der sie also am Weihnachtsbaum sind und die Katze ins Stromkabel beißt und was natürlich dann so im Film passiert, die Katze irgendwie so alle Haare von sich streckt und dann irgendwie vom Strom getroffen wird. Und ja, ich bin eher ein Hundemensch, aber das heißt ja nicht, dass ich Katzen nicht mag, aber die Szene ist einfach irgendwie lustig. Und wir haben den Film also mehrfach geguckt, meine Kinder wussten also, was kommt und haben sich also dann hingestellt und gesagt, also wenn ihr jetzt nochmal lacht, dann gehen wir aber hoch. Und ja, es war wahrscheinlich nicht pädagogisch wertvoll, aber wir mussten einfach lachen, weil es so witzig war. Und meine Kinder sind irgendwie mit ihren kleinen Füßchen wütend stampfend, haben sie das Zimmer verlassen aus Protest. Naja, ich glaube, sie haben keinen so großen Schaden davon getragen. Sie schauen den Film heute immer noch gerne mit mir und sie mögen auch immer noch Katzen und sie mögen auch immer noch mich. Aber das ist so eine Erinnerung, die ich ganz gerne mit diesem Film verbinde. Also, ich bin gespannt, welche Serien oder welche Filme ihr empfehlen könnt, was man so jetzt zur Weihnachtszeit vielleicht unbedingt geguckt haben muss. Unbedingt spielen solltet ihr mal Tea Time Crime. Herzlichen Dank an den Piatnik Verlag für die Bereitstellung dieses schönen Preises. Dazu habe ich euch auch ein Video gemacht. Und in diesem Würfel-Einsatzspiel müsst ihr eure Detektive möglichst gut platzieren, dass sie die Diebe auch erwischen und dass sie mit ihren Taschenlampen die richtigen Punkte ergattern. Spielen könnt ihr das über ungefähr 45 Minuten, 2 bis 4 Spielende ab 10 Jahren. Eine kleine Messe-Neuheit und das flattert auch zu euch ins Haus, wenn ihr dann zu den glücklichen Gewinner zählt. Panik in Nimmerland, Pan Island und ihr müsst zusammen mit euren Mitspielenden hier versuchen, die Randy und Peter und wer so alles in die, Tinkerbell natürlich auch noch, in die Fänge des Captain Hooks geraten sind. Ein Spiel von letztem Jahr, Familienspiel für 2 bis 5 Personen ab 8. Ein kooperatives Spiel, bei dem ihr gemeinsam euch jetzt durch das Nimmerland vielleicht fliegen könnt. Wäre also doch bestimmt was, wenn jetzt die Winterszeit so richtig in die Gänge kommt und ihr vielleicht zu Hause sitzt und euch es dann mit einer Tasse Tee oder Kakao gemütlich macht und gemeinsam Pan's Island spielen könnt. Auch das
ist heute in eurem Paket. Und dran denken, diese wunderbaren Spiele könnt ihr gewinnen, wenn ihr bis zum nächsten Freitag, dem 15. Dezember 2023 bis 10 Uhr kommentiert unter diesem Video. Verratet mir bitte euren Film, eure Serie, euren Tipp für die Weihnachtszeit. Und wie immer, automatisch, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmt, akzeptiert ihr auch die Gewinnspielbedingungen. Die findet ihr ganz ausführlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung und dort seht ihr nochmal auch alle Links zu den Verlagen oder Geschäften, die mich im heutigen Video unterstützt haben. Ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren zweiten Advent, drücke euch natürlich die Daumen bei diesem Gewinnspiel und ich bin schon sehr gespannt, welche Filme und Serien hier noch so alles auftauchen. Bis zum nächsten Mal!